herzlich willkommen zurück zu Super Smash Bros. Für Nintendo Wii U. Smash Tour und weitere Modi haben wir uns in den vorhergehenden Videos angeschaut. Jetzt geht's in einen anderen spannenden Modus, neben dem Smash-Modus. Da widmen wir uns auch im nächsten Teil dazu, auch in Kombination mit den Amiibos. Jetzt geht's hier oben erstmal in den Online-Modus. Das kann auch ganz spannend sein, um auch zum Beispiel Turniere auszutragen. Ich muss jetzt hier erstmal verbinden. Wer übrigens von Super Smash Bros. Brawl den Online-Modus noch nutzen möchte, ist nicht mehr möglich, leider. Die Wi-Fi-Connection ist leider abgeschaltet. Und deswegen haben wir jetzt hier nur über Super Smash Bros. Für die Wii U die Möglichkeit, online gegen entweder Freunde zu spielen oder gegen beliebige Gegner in zwei unterschiedlichen Modi, erkläre ich dann alles noch. Wir können zuschauen und Geld setzen und wir können zu Eroberungen beitragen. Und man kann natürlich hier auch noch spezielle Internet-Einstellungen vornehmen, was zum Beispiel die Lautstärke für, ja, zum Beispiel das Gamepad angeht oder sowas. Die Mikrofonempfindlichkeit, die hier eingestellt werden kann. Ansonsten kann man auch die anderen Sachen hier oben einstellen. Und ich will eigentlich aufs Profil hinaus. Nämlich kann man hier ein spezielles Charakterbild festlegen. Das ist aus der Charakter-Range kann das herausgenommen werden. Oder so ein spezielles Symbol zu verschiedenen Charaktere. Oder die verschiedenen Helfer-Trophäen. Beziehungsweise hier Sandsack oder spezielle Dinge einfach, was hier unten abgebildet ist. Ich habe immer gerne Dark Samus hier und ja, einfach auch als Hinweis darauf, dass die Entwickler leider viel zu wenig meiner Meinung nach von Metroid Prime 1 bis 3 ins Spiel eingebaut haben. Metroid Other M ist vertreten, ja, aber wo ist Metroid Prime 1 bis 3? Ich meine, die haben immerhin Star Fox Assault neu aufgelegt in diesem Spiel, haben eine extrem umfangreiche Stage kreiert und verschiedene Sachen zum Spiel, auch Trophäen neu aufleben lassen, finde ich ein bisschen fragwürdig. Aber gut, das Thema mit Metroid Prime, das hatte ich schon mal im vorhergehenden Video, deswegen hier einfach nur die Möglichkeit, sein Profil zu ändern. Okay, ja, jetzt können wir in verschiedene Modi einfach mal reinstarten, wenn wir jetzt hier mal Freunde angucken. Wir können wählen, ob wir an einer Konsole mit, also entweder alleine oder mit einem Mitspieler antreten wollen und entweder dann ein neues Spiel aufmachen wollen oder hier einem Spiel beitreten wollen. Das würde dann auch orange hinterlegt sein. Einfach nur mal kurz, wenn ich jetzt hier auf neues Spiel gehen würde, einen neuen Kampf austragen wollte, dann können die anderen dem beitreten. Ich bekomme eine kurze Hinweismeldung und kann ihn dann hier hinzufügen. Er würde dann hier erscheinen. Und ich kann hier eben ganz normal aus den Charakteren auswählen. Ich kann einen Chat aktivieren oder nicht. Dementsprechend wird auch die Musik ein bisschen leiser. Man kann sich dann also hier schon unterhalten. Und ich kann hier als Ersteller der Gruppe die einzelnen, ja, Möglichkeiten hier einstellen, wie zum Beispiel welche Art von Smash wird es versuche, Münzen-Smash hier, ich habe es schon mal im vorherigen Video auch angesprochen, es gibt Münzen-Smash oder eben auf Zeit. Ja, die Items kann ich auch alle, wie sie da sind, an- oder ausschalten, wie auch immer. Ich schalte sie hier mal gleich wieder ein und ja, einfach verschiedene Sachen einstellen und kann dann aus meinen Stages wählen. Natürlich auch hier den Namen könnte ich nicht vergessen. Ich klicke jetzt einfach mal weiter, um euch mal die umfangreiche Stage-Auswahl zu zeigen. Wir können hier nämlich Omega-Stages auch pro Stage spielen. Das sind dann ganz flache Stages, ähnlich hier wie die ja, letzte Station oder Final Destination noch, wie der englische Begriff ist. Ist auch immer vertreten, insofern, dass es einfach eine flache Stage ist mit zwei Kanten, links und rechts, und hat ganz faire Bedingungen, wo man sich wirklich aufs Kämpfen konzentrieren kann. Anhand von diesem Vorbild sind dann eben die Omega-Stages entstanden und die Stages an sich sind natürlich auch sehr sehenswert. Da gibt es hier so Kuriositäten wie zum Beispiel Packland, was dann so ein Side-Scroller ist, auch mit unterschiedlichen Events dabei. Oh, nett ist wieder dabei. Pokémon Stadium 2 ist dabei, was ein bisschen ein Mix ist auch aus Pokémon Stadium 1 und 2. Und Brawl Stages, Melee Stages hier, auch zum Beispiel der Wolkenhort komplett mit dabei.
so als fliegende Stage und man wird dann auf verschiedene Punkte gesetzt. Ist auch ganz empfehlenswert. Einfach nur, dass ihr mal so einen groben Überblick jetzt über die Stages habt. Ja, ansonsten hier gegen Freunde, so funktioniert es ungefähr. Man würde dann auf diese Wartestage kommen, wo man dann Sunsack nochmal zur Vorbereitung hat und dann mit L und R wird der Kampf auch losgehen. Das machen wir jetzt. Oh, müssen wir jetzt für einen Schmarrn. Dann natürlich hier zurückgehen. Ich bin ja schon so drin in den knopffreien Folgen, dass ich hier am liebsten sofort in den Kampf starten würde. Aber nein. Übrigens, das ganz kurz noch, wenn man hier seine Freunde hier anschaut, diese Symbole bedeuten, dass man schon mal gegen, also diese grünen bedeuten, dass man schon mal gegen diesen Spieler gespielt hat. Ja, was die unterschiedlichen Farben angeht, dürfte auch mit der Anzahl der Siege und Niederlagen zu tun haben oder mit der Verbindung, ich weiß es nicht. Schreibt es am besten in die Kommentare, wenn ihr es wisst. Und ansonsten könnten wir jetzt einfach mal gegen beliebige Gegner starten. Das mache ich jetzt auch einfach mal. Einfach mal Geplänkel. Da werden die Statistiken nur aufgezeichnet, was die Siege angeht. Soweit ich das in Erinnerung habe. Und hier kann man auch im Team natürlich starten oder einen ganz normalen Smash machen. Ich mache jetzt einfach mal online spontan einen Solo-Smash hier. Mal schauen, ob es bis zu 8 Spieler werden oder nur 4. Gucken wir jetzt alles gleich mal. Und der Ladevorgang dauert hier besonders lange, merke ich gerade. Na, was ist denn los? Nicht, dass uns hier das Spiel irgendwie noch abbraucht oder wir neu starten müssen oder sonst was. Aber vielleicht müssen wir auch einfach nur warten, bis ich eine geeignete Gruppe finde. Das kann ich mir dann schon eher vorstellen. Ein Verbindungsfehler ist aufgetreten. Na super. Das ist einwandfrei, dieser Vorführeffekt. Naja, dann machen wir einfach gleich mal einen anderen Modus. Wir machen einfach mal Eroberung. Schauen uns an, was das hier ist. Eroberung läuft von einem bestimmten Datum an. Ja, was können wir hier tun? Wir können hier, indem wir einen dieser aufgeführten Charaktere hier nehmen, zum Beispiel jetzt rechts unten Luigi, der einer bestimmten Kategorie jetzt zugewiesen ist, in dem Fall hier Team Grün. Da können wir zur Eroberung beitragen, wie es rechts unten schon heißt, indem wir zum Beispiel Luigi nehmen im Modus Hard auf Hard oder Geplänkel. Ich weiß jetzt nicht, was von beiden, im Zweifel Hard auf Hard. Und wir können uns auch eben die vorherigen Ergebnisse angucken, wer da gewonnen hat. Hier war zum Beispiel das Team Grün, in dem Fall durch Zelda vertreten, mit die Gruppe, die am meisten Kämpfe erzielt oder gewonnen oder wie auch immer hat. Da kann man eben beitragen, kann ein bisschen Items bekommen, ich glaube auch Geld. Und hier können wir dann noch zuschauen. Wir haben hier den Status weltweit, was auch immer recht interessant ist. Wo wird gerade aktualisiert, ich lese gerade oben Aktualisierung, wo wird hier aktuell gekämpft? Wir sehen hier, dass es alles ziemlich in den Westen der Welt verlagert ist, sprich USA. Dort sehen wir ganz viele Spieler momentan aktiv und wir können auch hier, dort wo die Fahne ist, können wir auch im Modus Zuschauen starten und können so zum Beispiel auch Geld setzen. Das will ich jetzt auch einfach mal machen, in dem Modus Zuschauen. Da kommen wir nämlich automatisch auch auf diese Weltkarte hier. Und wir können jetzt hier, wir haben Gewinnquoten auch mit dabei. Ich würde jetzt hier einfach mal sagen, dass wir hier den hier nehmen. Mit dieser Gewinnquote einfach mal ein paar Brocken Geld setzen. Ist ja auch mehr oder weniger egal. Und so können wir dann eben mitfiebern mit diesem anderen Charakter und können dem Kampf zuschauen und so gucken, hat derjenige dann gewonnen. Also Team Rot, auf Team Rot habe ich jetzt hier gesetzt und jetzt gucken wir mal, ob einfach Team Rot gewinnen wird. Und so sehen wir jetzt einfach mal so ein Smash aus der Außenperspektive, kann so vielleicht ein paar Techniken abgucken, wie auch immer. Dafür ist auch der Videokanal dann da, können wir dann auch noch, schauen wir auf jeden Fall noch rein.
Und Team Rot, glaube ich, geht es jetzt ganz gut. Die haben schon einen Punkt hier. Glurak mit Risiko-Tackle ist natürlich übel. Ja, jetzt ist hier schon der erste Blaue raus. Ne, der zweite Blaue sogar. Glurak ist draußen. Und es scheint auf jeden Fall sehr gut für Team Rot auszusehen. Also kann man so sagen. Rob mit seinem Gyro-Kreisel zieht hier auch ordentlich durch. Aber gut, es sind immerhin noch eine Minute zu spielen. Von daher schauen wir jetzt einfach mal. Die Belohnung, die bekommen wir dann auch direkt hinterher. Und gut ist auch, dass man hier aktuell sofort die Zahlen sieht. Also plus 1 hier bei Captain Falcon, minus 1 hier bei Rob. Das heißt, für Team Rot steht es aktuell 2 zu minus 2, so wie ich das gerade sehe. Hoffentlich richtig zusammengefasst habe. Okay, jetzt steht es nur noch 1 zu minus 1. Also es nähert sich an. Aber Captain Falcon scheint gleich raus zu sein. Hier ist es auch passiert. Und auch Rob ist leider raus. Und es steht immer noch 1 zu minus 1. Aber Team Rot ist noch leicht im Vorteil. Auch interessant, dass hier zweimal Captain Falcon genommen wird. Also dass jetzt hier in diesem Kampf dabei ist. Was macht Durak hier für einen Mist? Ah, ja, so kann man natürlich auch mit dem Meteor Smash von Rob den anderen rauskicken. Und Team Rot hat tatsächlich gewonnen. Wir haben unseren Einsatz verdoppelt. Und jetzt können wir hier nochmal in dem speziellen Modus alles oder nichts setzen. Das mache ich jetzt natürlich nicht. Das ist jetzt hier einfach zu... Es würde jetzt hier den Rahmen sprengen, aber so kann man natürlich immer wieder zuschauen. Und ja, wer das mag, kann das gerne tun. Ich will dann lieber selber aktuell ins Geschehen eingreifen und gegen andere Spiele bestehen, natürlich. Das ist auf jeden Fall das Ziel. Und Videokanal, ich habe es hier schon angesprochen, wir können hier zu einem bestimmten Charakter spezielle Videos anschauen. Zum Beispiel Hard of Heart, wie so andere Spieler mit diesem Charakter kämpfen. Entweder Smash oder Teamkampf oder 1 gegen 1. Ich will jetzt hier mal 1 gegen 1 vorziehen, damit man einfach mal sehen, wie das Ganze aussehen kann. Ich weiß nicht, habe ich hier Hard of Heart gemacht? Ja, ne? Schauen wir mal. So. Hier spielt jetzt Toon Link auf der Omega Gamer Stage von WarioWare. Also es kommt nicht die Mutter rein und schaut irgendwie mal, sondern wir spielen nur auf diesem Tisch. Deswegen auch ein tolles Design eigentlich. Und wir sehen jetzt hier Toon Link gegen Finstern Pit spielen mit 2 Leben. Also es ist auf jeden Fall der Hard-of-Hard-Modus. So viel kann ich auf jeden Fall sagen. Spielen wir ja dann gleich selber noch einmal. Das ist ja kein Problem. Wir schauen jetzt hier einfach nur mal, wie Toon Link so drauf ist. Also er wirft auch relativ viel mit Items um sich, um den Gegner zu verwirren und ist auch eher der Luftakrobat. So, mit Bomben erst aus dem Konzept bringen und dann vielleicht darauf hoffen, dass wir hier den Schlag wieder aufladen können. Okay. Ja, und Toon Link ist leider raus. Also schauen wir mal, wann der finstere Pit hier gleich rausfliegt. Das dürfte auch nicht mehr allzu lang auf sich warten lassen. Ist natürlich auch ein psychologischer Effekt, wenn jetzt hier Toon Link frisch reinkommt, kaum Schaden hat. Dann will er natürlich den finsteren Pit jetzt auf jeden Fall raushauen. Und das weiß der Spieler des finsteren Pit natürlich auch. Und muss dann natürlich jetzt besonders vorsichtig sein. Toon Link ist aggressiver. Das sehen wir jetzt hier auch in dem Verhalten. Und ja, so sehen wir jetzt eben, dass finsterer Pit auch gleich rausfliegen wird. Höchstwahrscheinlich. Ja. Mit dem Schaden war es jetzt nicht weiter verwunderlich, aber insgesamt würde ich trotzdem sehen, dass der finstere Pit doch schon deutlich überlegen ist. Ist, glaube ich, nur noch eine Frage der Zeit, dann ist Toon Link jetzt hier raus. Er hat schon über 100 Schaden, also sehr wenig Chance noch.
Auch hier mit diesen Luftangriffen. Oha. Das war jetzt natürlich sehr, sehr dämlich vom finsteren Pit. Also, ja, hätte ich jetzt so nicht erwartet. Aber gut, also so ist Smash Bros. Ja, es ist situationsbedingt einfach. Kleiner Fehler kann dir teuer zu stehen kommen. Und in dem Fall hat jetzt hier eben Toon Link tatsächlich auch Glück gehabt. Okay. Das waren jetzt eher so die passiven Modi. Ich wollte ja vorhin eigentlich in... Nein, ich will jetzt zurück mit B. Ich muss das andere drücken, okay. Ich wollte ja vorhin eigentlich nicht in diese Zuschauer-Modi rein oder Eroberung. Ich wollte ja eigentlich hier nochmal gegen beliebige Gegner spielen. Wir versuchen es jetzt einfach nochmal, vielleicht ohne Verbindungsfehler, dass wir jetzt hier einfach mal mit Geplänkel und einem ganz normalen Smash ins Spiel starten können. Wir versuchen es einfach nochmal. Und ich hoffe, dass es jetzt klappt. Es lädt sehr lange, aber das Item... Okay, jetzt haben wir tatsächlich Spieler gefunden. Die Zeit von 2 Minuten ist auch zu beachten. Wir haben hier unten die anderen Spieler, die hier dabei sind, die wir auch besiegen müssen. Es ist wie gesagt der Geplänkel-Modus. Da geht es jetzt eher weniger um Statistiken. Das kommt dann im Hard-of-Hard-Modus zu tragen. Und hier haben wir jetzt so eine Training-Stage. In dem Fall war es Luigi's Mansion, auch bekannt aus Brawl. Die Stage gab es schon. Wir müssen hier gegen Little Mac ran, gegen Captain Falcon und gegen Falco. Genau. So, online, wie ist das Gameplay? Es ist etwas träger im Vergleich zu dem lokalen Smash. Also man muss hier etwas diesen Zeitverzug in Betracht ziehen. Es ist aber nicht ganz so schlimm wie bei Super Smash Bros. Brawl. Da war es noch viel schlimmer. Aber das ist eben auch Smash Bros. Hier, ich habe jetzt tatsächlich Little Mac raushauen können. Wenn auch ungewollt, also ja, was heißt ungewollt, er hat sich einfach nur etwas doof angestellt. Und im Geplänkelmodus hier zu fett wird eben ordentlich gesmashed. So, aber du erwischst mich nicht hier mit deinem komischen aufgeladenen B-Angriff. So, jetzt kommt hier der Ultra-Smash. Na, den schaue ich doch mal, dass ich krieg. Naja, ist natürlich schlecht, dass Falco den jetzt hat. Der kommt jetzt hier gleich in den Landmaster. Ja, und macht gleich mal einen groben Schnitzer, aber gut. Ich versuche jetzt hier einfach mich an die Stage zu hängen, damit ich dem Landmaster entgehen kann. Und mir ist es auch gelungen. Also, sehr gut. Aber durch das könnte jetzt natürlich Falco den Kampf gleich gewinnen hier. Ah, jetzt bin ich einmal raus, leider. Ja, Captain Falcon hätte jetzt noch etwas... Oh, jetzt gibt es Falcon... toll, zwischen Captain Falcon und Falco gibt es Zappenlässe. Das heißt, ich bin auf jeden Fall schon mal raus. Sehr schade. Ja, jetzt gucken wir mal, wer hier gewinnt. Also ich denke mal, Falco dürfte gleich raus sein. Nee. Gerade sage ich es und schon ist es andersrum. Also es ist... Zum Glück habe ich im Zuschauen-Modus nicht darauf gewettet. Okay, also jetzt habe ich hier tatsächlich mal ein bisschen mitgespielt. Schauen wir mal die Stats an. Ich habe einen rausgehauen. Einer ist mir natürlich dann... also ich bin einmal rausgehauen worden. Dadurch habe ich diese Punktzahl, wo ich leider nicht am Sudden Death auch teilnehmen konnte. Okay, aber jetzt gehe ich mal hier zurück. Ich gehe mal aus dem Geplänkel raus. Das ist ja eher so... Modus online einfach mal so fun, so wie es im lokalen Modus Smash ist. Teamkampf wäre natürlich auch noch möglich gewesen hier und hier im Hard auf Hard, hier sehen wir es extra rechts unten, die Statistiken eingeblendet. Also
hier sehen wir wirklich, wie oft, wie viel Schaden, wie viele Abbrüche. Was, also hier wird alles Mögliche aufgezeichnet. Siege, Niederlagen. Und das ist so der Königsmodus im Online-Modus, würde ich fast behaupten. Hier gibt es 1 gegen 1, die Königsdisziplin. Hier gibt es auch den normalen Smash- und Teamkampf. Und im 1 gegen 1 ist es eben so, dass wir nur 2 Leben zur Verfügung haben. Deswegen spiele ich den jetzt auch einfach mal. Werde mich jetzt höchstwahrscheinlich blamieren mit Toon Link, aber was soll's. Oder nee, ich mach's mal anders. Ich nehme einfach mal Lucina, die etwas einfacher zu spielen ist. Was ist das jetzt hier? Was hat das hier? Fehlercode. So ein Mist. Also irgendwie klappt das mit der Verbindung hier heute nicht so ganz. Ich probiere es einfach nochmal. 1 gegen 1. Ja, und dann dürften wir hier eigentlich auch schon tatsächlich in den Kampf kommen. Lucina, wollte ich sagen, ist etwas einfacher zu steuern wie Mars. Ist mittlerweile zu meinem zweiten Hauptcharakter geworden. Auch hier übrigens, wenn er hier den Kämpfer auswählt, schaut mal aufs Charakterbild. Es blinkt immer das Auge vom jeweiligen Charakter. Das sind alles so Feinheiten, die muss man erst mit der Zeit rauskriegen. Und denkt man sich immer, ja gut, alles sinnvoll, was die Entwickler gemacht haben. Es ist so viel Fanbonus einfach da. Das macht Smash Bros. Eben einfach aus. Aber jetzt konzentriere ich mich einfach mal auf diese Omega Stage gegen meinen Gegner Janosch hier. Der wirft mich jetzt hier. Ich habe auch einmal treffen können. So. Noch einmal. Ah, das war jetzt etwas zu früh. Ah, jetzt hätte ich eine ganz gute Combo hingekriegt. Da versucht das mit einem Meteor Smash. Aber ich habe natürlich einen Konter, mit dem kann er nie rechnen. Und jetzt habe ich somit einen erheblichen Vorteil erspielt und habe Mario sogar einmal rausgehaut. So. Dann schauen wir jetzt mal, dass wir diesen Janosch hier rauskriegen. Oha, das war ein heftiger Schlag. Jetzt bin ich leider auch raus. Aber gut, Mario hat noch 35 Schaden. Wir gucken einfach mal. Jetzt darf man es hier nicht verdatteln. Ah, jetzt ist die Verbindung etwas eingebrochen. Ein kleiner Leck. Na, verdammt, dieser Wurfangriff. Ah, Meteor Smash, das war jetzt natürlich schlecht. Dieser Meteor Smash, der ist echt gefährlich von Mario. Also, da muss man jetzt leider geschlagen geben. Aber gut, es war einfach auch nur mal zur Demonstration. Es sind echt harte Kämpfe, deswegen auch hart auf hart. Wo es nicht so einfach mit den einfachsten Gegnern zugeht, das muss man einfach so sehen. Ich hätte ja auch locker eine Chance gehabt gegen Janosch, das habt ihr, denke ich, auch gesehen. Und ja, ansonsten das ganz normale Smash, wo man sich am besten ein bisschen zurückhält erst und dann zum Schluss hin immer mehr gute Treffer zu landen versucht. Das ist so die Taktik im normalen Smash. Und ja, viel mehr gibt es jetzt zum Online-Modus hier nicht zu sagen. Natürlich kann man auch über die Freunde und Freundescodes Turniere austragen etc. pp. Und ja, es ist auf jeden Fall alles da, was man so braucht. Die Verbindung, falls euch über WLAN nicht reichen sollte, könnt eure Wii U auch mit einem LAN-Adapter ans Internet anschließen und so vielleicht eine etwas bessere Verbindung bekommen. Okay, zurück ins Hauptmenü. Wir haben jetzt einige Modi schon durch.
Im nächsten Video geht es, wie gesagt, speziell um die Amiibo-Figuren und um den Smash-Modus insgesamt, die ganzen Einstellungsmöglichkeiten, und da schauen wir mal, was der alles so bietet. Vielen Dank fürs Zusehen bis dahin und bis zum nächsten Video. Ciao!